heute spielen wir Score Hero. Ich weiß, dass es eine bekannte Fußball-App ist und viele Freunde von mir haben das immer in der Pause gespielt. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Also holen wir das jetzt nach. Bitte bestätige dein Alter. Kinder sind nicht die Zielgruppe unserer Spiele. Ach ja? Und was ist, wenn ich unter 16 bin? Also ich komme trotzdem ins Spiel? Auch wenn ich unter 16 bin? Was ist das denn für ein Fake? Also sind Kinder doch eure Zielgruppe, aber egal. Sprache ist Deutsch, wir gehen rein. Ein neuer Held, eine neue Ära. Oh, wir können uns jetzt einen aussuchen. Und wir können direkt einen von Barcelona nehmen? Oder sind die Trikots egal? Ich gehe mal davon aus, dass die Trikots egal sind. Also nehmen wir einfach den, der mir am ähnlichsten sieht. Und ich glaube, das ist nicht der hier auf jeden Fall. Der sieht aus wie ein Thomas. Er würde ich auch nicht sagen, das ist... Er sieht mehr so aus wie ein Karim. Der hier. Ja, der. Den nehmen wir. Okay. Herkunft. Deutschland! Und wir gehen rein in das Spiel. Zeit zu glänzen. Jugendspieler müssen sich im Probetraining beweisen, okay? Wir sind kurz davor, Profi zu werden, aber müssen uns nochmal beweisen. Sparta Rotterdam. Probespiel. Okay. Okay, also es gibt nur zwei Probespieler und das Stadion ist voll? Bei einem Probespiel? Haben die ein volles Stadion? Ernsthaft? Okay. Also ich muss diese Linie ziehen mit der Maus. Okay, das sollte ich schaffen. Ah, was? Was? Wie konnte ich nicht treffen? Ja! Nimm das, Torwart! Ich habe anscheinend genug Versuche, von daher. Aber die Linie kriege ich hin. Hä? Wie ist der rüber? Dafür kann ich nichts, dass der rüber geht. Ey! Was für ein Pfosten! Oh. Drinne? Und jetzt muss ich den Schuss nochmal wiederholen. Das heißt, immer wenn ich einmal nicht treffe, muss ich alle Schüsse wiederholen. Ja! Lutsch! Oh. Okay. Okay, das heißt, wir sind Profi? Mit nur zwei Schüssen sind wir Profi geworden. Okay, um ehrlich zu sein, kenne ich die Mannschaft auch nicht. Von daher gehen wir die zweite Dinge rein. Nein, es ist immer noch ein Probespiel. Okay. Also wir sind noch nicht Profi. Jetzt müssen wir auch passen. Das ist unser Mitspieler. Warum denn hier lang? Ah, weil er läuft dahin. Okay. Warte, musst du jetzt auch für den Spieler hier schießen? Nein. Aber warum wird mir nichts angezeigt? Warte. Hä? Wieso muss ich für andere spielen? Ist ja voll unfair. Hier, das Tor gehört eigentlich mir. Das Tor gehört eigentlich mir, Junge. Und schon wieder mache ich eine Vorlage. Ich möchte keine Vorlagen machen. Ich will die Tore machen. Nö, gönn ich nicht. Nö, gönn ich dir nicht. Er soll mir eine Vorlage machen. Zieh beim Schießen die Linie unter die Latte, sonst fliegt der Ball über das Tor. Ja, ich weiß. Ich gönne ihm das Tor aber nicht. Mann, aber ich muss es machen, glaube ich, um weiterzukommen. Ah, freu dich. Wow, cool. Du machst echt super, bist echt ein kranker Spieler. Small. Darf er bleiben? Bitte. Habt ihr nicht meine Vorlagen gesehen? Ich darf mir einen Verein aussuchen. Go Ahead Eagles. Eagles. Hä, was ist für ein scheiß Verein? Erster SSV Mainz? Bundesliga? Und STVV? Hört sich an wie eine Krankheit, um ehrlich zu sein. Jupiler Pro League. Haben wir noch nie was davon gehört. Jupiler? Ich dachte, das wäre ein Planet. Ich gehe mit Bundesliga Mainz. Das ist auch der bekannteste Verein. Da werde ich am meisten Spaß haben. Bei Mainz. 3 auf 1 Schlag. FSV Mainz hat 3 Youngsters gescoutet und unter Vertrag genommen. Und ratet, wer ganz vorne ist auf dem Bild. Ich! Weil ich, oder bin ich das hier oder das hier? Irgendwie sehen die genau gleich aus. Naja, wir sind auf jeden Fall nicht ganz hinten. Das heißt, wir sind wichtig. Okay, machen wir das erste Training für Mainz. Okay, eine Flanke, kriege ich hin. Meine Flanke soll eine Kurve haben, nein. Die soll so eine Kurve haben. Seht ihr? Viel besser. Und jetzt Köpf, genau in die Ecke. Genau hierhin. Hä? Köpf genau hierhin. Hä? Köpf doch! Köpf genau hierhin. Endlich!
Ja, der hat irgendwas am Kopf. Ich musste die Linie dreimal ziehen. Und ich habe alle drei Sterne bekommen. Schießt ein Tor, obere Ecke und Kopfballtor. Oh, wenn ich nicht der neue Youngster von Mainz bin. Von Mainz. Erster FSV Mainz Training. Ich will kein Training mehr machen. Ich will mein erstes Spiel spielen. Oh, Freistoß, okay. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Ah! Okay, ich probier's nochmal. Ah! Kann ich den in die Presse schießen? Lass mich dem in die Fresse schießen! Stelle sicher, dass du den ganzen Weg des Balls zeichnest, okay? Ja! Nimm das und jetzt auch mal einen anderen in die Fresse schießen. Jetzt auch mal wem anders. Oh, der Ball ist reingegangen. Schade. Ey, und der Trainer klatscht. Das heißt, vielleicht sind wir jetzt in der Startaufstellung. Du machst Eindruck bei FSV Mainz und hast das Trikot mit der Nummer 49? Ernsthaft? Gab's nichts mehr von 10 bis 20? Oder wenigstens von 20 bis 30? Nummer 49? Ich habe keinen Bock mit Nummer 49 zu spielen. Nein! Ich will eine andere Nummer, Mainz! Dann sonst spiele ich nicht für euch! Nö! Nein, ich spiele nicht für euch! Nummer 49? Welcher gute Spieler hatte Nummer 49 am Rücken? Keiner! Kein Spieler hat überhaupt die 49! Ich bin der erste Spieler mit der Nummer... Nö, mach ich nicht! Nein, scheiß drauf! Scheiß auf Mainz!